Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und ich habe heute wieder einen besonderen Gast bei mir. Hallo. Hallo, lieber Zuschauer. Hallo Olli, schön, dass du da bist. Wir kehren zurück ins alte China, in die Tang-Dynastie. Ja. Und wir haben da ja schon vier große Sets vorgestellt, auch Richtig. Mit dir zusammen. Du hattest den großen Turm gebaut ja. und uns da ein paar geschichtliche Hintergrundinfos gegeben. Und jetzt gibt es kleine Versionen der großen Gebäude und du hast sie gebaut. Richtig, also kleine Version für Leute, die vielleicht Platzmangel zu Hause haben und dennoch eine kleine Chinatown-Straße. Genau, was Kleines für zwischendurch. Zu jedem großen Gebäude gibt es ein kleines Set, die sehen teilweise im Detail etwas anders aus. Die werden wir uns eines nach dem anderen anschauen. Aber ja. dazu müssen wir die großen jetzt erstmal beiseite schieben, damit wir Platz auf dem Tisch haben. So. So, die kleinen Sets haben jeweils so 400-500 Teile, habe ich schon gesehen. Richtig. Und die passen auch so zusammen, ne, dass die dann ja, so also man muss, einigermaßen teilweise. Ja, man muss halt diese Weinstube am ehesten quasi also an ja, diese Seite aha. stellen, damit die so eng aneinander jetzt gereiht wird. Aber der hat hier so also das Dach von der Weinstube, das ragt so ein bisschen drüber ja, hinaus. Ja, das ragt ein bisschen drüber hinaus. Ja. Sie haben teilweise ein bisschen Bonusmaterial noch dabei. Fangen wir doch mal an mit dieser Kurierstation. Die kenne ja. ich besonders gut. Die hast du auch gebaut. Die ne? habe ich gebaut. Bei mir genau. sieht sie allerdings anders aus. Das ist schon mal interessant. Ja. Und das hier gehört wahrscheinlich zur Kurierstation genau. dazu. Ein Brickbuild Pferd. Denn? Kutsche. Liebling, Sie haben die Kutsche geschrumpft. Ja. Das gleiche, der gleiche Farbton ja. mit einem ist das ein Sticker? Das ist Sticker für die Augen vom Pferde und für die Verzierung erst am Wagen. Sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde von Dalí, ne? Weil das Auge irgendwie weiter unten ist ja. als so. Ja, und ja, man muss auf den zweiten Blick irgendwie noch sich vorstellen, ja, das soll vielleicht ein Pferd sein. Also ja, ich glaube, ich persönlich würde das Auge weglassen, weil der Kopf dann nicht ganz so gruselig aussieht. Aber ich finde es gut, dass du die Sticker brav aufgeklebt hast. Die Leute sehen, wie die Sets aussehen. Hier sind auch welche, die sehen schön aus. Ja, das ist soll ja wie dieser Relief auf Holz irgendwie darstellen. Ja. Das ist öfter mal als Verzierelement hier ist auch Relief. Du hast hier schöne Verzierungen. Ich habe keine. Ja, so gut. Dafür habe ich eine modulare Kutsche. Ne? Bei mir kann man das Dach abnehmen. Ja, bei dir kann auch Leute reinsetzen. Ja, bei mir kann man auch Leute reinsetzen. So, ja. Bei den großen Sets sind ja auch Figuren dabei. Mhm. Bei den kleinen nicht. Nee. Nicht. Aber okay. was ich sagen musste, das jetzt sag ich, inhaltlich angelehnt hier ist an die große Modell, aber von Layout hier deutlich anders. Ja. An meinem Set hat mir ja gefallen, dass es eine Schmiede hat, vorne offen, ein Geschäft, einen kleinen Innenhof und einen Stall. Und außenrum ist eine Mauer. Also es ist schon so ein Hof, so ein Gebäudeensemble. Das ist halt eins. Das habe ich eigentlich auch. Ich habe hier hinten Stahl, also hier an der rechten Seite habe ich Stahl, sogar noch mit so einem Das ist noch ein Pferd? Fuselpferd, wie du das genannt hast, so ein Mini-Pferd, ja. Hey, klasse, das hat die Beine anders, das läuft gerade. Ja. Ja. Und ich habe hier auch so Schmiede hier drin. Man sieht auch die Sachen des nicht Rambock, oder? Also wo auf den Schmied immer da... Amboss. Amboss, ja, den Amboss hier und dann hier auch ein paar Metallgegenstand. Ich denke, das soll eher Hufeisen darstellen als Ringe. Mhm. Und ja, natürlich auch diese Zeichen für diese Wechselstation. Und drin habe ich auch oben so Bett mit Schrank und Pflanze. Ja, ja hab ich bei mir auch. Ich habe hier auch eine Schmiede, ich habe auch einen Amboss, ja. jawohl, und ich habe oben bei mir, es ist eine Weile her, dass ich es gebaut habe, aber ich glaube tatsächlich, ich habe auch ein Bett, da gucke ich doch gerade nochmal rein. Ein Bett und einen Schrank, so ungefähr. Hier oben muss es doch, so. Ja, wahrscheinlich. Ein Bett, einen Schrank habe ich nicht, einen Tisch habe ich. Ja, einen Tisch. Ja, das ist so von Ausstattung hier nachimitiert, aber wie man und hier unten habe ich noch einen Verkaufsraum mit mehreren Satteln und so, das passt jetzt hier nicht mehr rein. Ja, nee. Es ist eine andere Interpretation einer solchen Sattlerei und Pferdewechselstation. Richtig. Aber von der Farbgebung her ist es ähnlich. Auch dieser Türkis jetzt am Dachstuhl. Als Schmuckelement, genau. Genau, und auch diese goldenen Tipps, das habe ich jetzt auch. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall. Und ein paar Laternen hier ist an Eck. Genau, ja, die sind hier überall. Ist auf jeden Fall vergleichbar. Prima. Ja. Das, wie sieht denn der Karton dieses Sets aus? Hast du auch Kartons ich dabei? Ich habe Kartons da und Bauanleitung auch. Und zwar hier ist die Bauanleitung. Okay. Für so einen kleinen Set, eher so ein riesengroßer Karton. Ach du meine Güte, wie viele von denen passen da rein? Ja, ich glaube hier, ich hätte locker alle vier in eine eingepackt. Okay, das ist... Das ist zwar als Display ganz schön, aber in Sachen Ressourcenverbrauch, auch im Seekontainer und so, ist es schade. Ich fand irgendwie das Potenzial für Shing. Wir haben jetzt von China jetzt einen weiten Weg hier Pappe jetzt, sag ich mal, transportiert und Luft. Also ich hätte hier die Shing-Bau eher dann vorgetraut, dass die alle vier Sets jetzt in einem Packung jetzt so und dann so verkaufen als so einzeln, weil ich meine, das ist schon klein und alle vier zusammen macht halt eher was aus als jetzt einzeln. Aber gut. Der Karton ist groß, aber günstig sind sie trotzdem. Aber hier ist ein lockeres Blatt drin. Da ist so ein Korrekturblatt. Weil die Leute haben bei dieser Position von dieser Laterne und beziehungsweise Position von diesen kleinen Noppen dann verwechselt. Ja, okay. Haben sie einen Dreher gehabt in der Originalanleitung. Hier ist er korrigiert, aber das hat jetzt keinen gestört, jetzt das aufzubauen, weil das sind halt hier. Eigentlich wäre hier der schwarze Tipp. Ist er auf den ersten Schritt hier oben, aber hier ist wieder nach oben gelandet. Also, umgekehrt gelandet und hier wäre auch die Position von den Tipps dann verwechselt, weil eigentlich, wenn man das so dreht, wäre diese Antenne an linken Ecken, ist es aber nicht. Und da haben wir nachher nochmal auf Richtigkeit überprüft und noch korrigiert. Okay, ansonsten war es wahrscheinlich nicht sonderlich schwer aufzubauen bei der Größe. Nein, war es nicht schwer auszubauen, ist überschaubare Teileanzahl, also kannst also in zwei Schritte Tüten unterteilen. Ach, auch noch, okay. Auch noch, ja, also. Ja, sehr bequem. Also auch, würdest du sagen, auch was für Kinder, kindgerecht aufzubauen? Ja, kindgerecht wäre es so, also locker bespielen kann man es jetzt nicht so gut, ne, weil man ja auch keine kleinen Figuren hat. Dafür eignet sich die wiederum besser. Aber es ist ein hübsches, kleines Set. Und wir haben ja auch von Xingbao aus einer anderen Dynastie, anders farbig, hatten wir ja auch schon so kleine Gebäude. Ja, also das wäre wahrscheinlich zu einer anderen, wer das so zu Hause hat, kann halt ein bisschen die Chinatown erweitern. Genau. Obwohl jetzt auch andere Dynastie wahrscheinlich kommt, aber also einfach um seine Sammlung zu erweitern, wäre das jetzt auch durchaus geeignet. Das erste Set ist also unsere Kurierstation, die Setnummer 01116, 452 Teile für 14,95. 8 cm breit, 10 cm lang, weil das Dach ein bisschen überlappt und 14 cm hoch. Ja. Entspannt aufzubauen. Okay. Sind die alle, ja. Sind sie alle hervorragend. Dann schiebe ich das mal beiseite. Mhm. Und das auch mal zu das auch zur Seite. Und wir gucken uns als nächstes, was hast du da? Ich habe die Eisenschmiede hier. Die Eisenschmiede, die habe ich hier auch. Ja. Die hat, zu der kann ich persönlich nicht so viel sagen, weil Klaus sie aufgebaut hat. Aber ich habe sie mir auch schon angeschaut. Ja, und hier kann man auch erkennen, das ist jetzt inhaltlich eingelehnt, aber von Layout hier auch. Also ich habe ja zum Beispiel hier diese Zelt, also sag ich mal jetzt nicht. Und und dann hier habe ich direkt hier so einen Ofen hier und so. Also quasi das ist durchaus dort. Ja. Und dieser Turm hier, also dieser große Schlot hier auch. Ja, das ist so Schornstein, sag ich mal. Schornstein habe ich hier auch. Und innen drin habe ich auch so verschiedene Waffen jetzt hängen. Also verschiedene... Ja, Waffen gibt es hier auch. Teilweise sind die jetzt ein bisschen abmontiert. Es sind noch nicht alle Figuren dabei. Genau. Und das Set wurde bespielt. Ja, und Hieb- und Stoßwaffen, also so ein großer, sag ich mal, Messer habe ich hier drin zum Beispiel hier. Oh, ja. Das Messer ist quasi so hoch wie das Stockwerk. Ja, so kann man so sagen. Ja, das ist so Riesenmesser jetzt. Und ja, also an sich, man sieht auch hier so eine Hammer. So ein Hammer jetzt, darauf hinweisen, hier wird geschmiedet. Eisenwaren hergestellt. Ja. Aber man sieht auch hier die Versehung am Dachstuhl und so ist. Ja. Wenn man die beiden nebeneinander sieht, sieht man, dass es halt zwei verschiedene Interpretationen der gleichen Sache aber sind. Mhm. Ich finde, es passt ganz gut zusammen. Okay, wie viele Teile haben wir hier? Das ist die
Eisengießerei mit 396 Teilen, ein paar weniger. Auch so eine kleine Anleitung. Auch eine Anleitung, diesmal ohne Korrekturblatt? Ohne Korrektur, als alles funktioniert. Also nur halt die Wechselstation oder diese Taverne hat ja so ein kleines Korrektur gehabt. Aber ja, so Mini-Korrektur, also ohne Korrekturblatt hätte ich es auch so hingekriegt. Also ja, klar. Das ist die Setnummer 01117, 396 Teile, auch für 14,95. Auch 8 cm breit, 10 cm tief und 14 cm hoch. Ja. Hat auch einen herrlich großen Karton, wo man es aufgebaut fast drin unterbringen könnte und noch 10 weitere dazu. Ja. Entspannt aufzubauen, wie alle diese Sets. Prima, damit habe ich meine beiden großen Sets hier fertig durch. Und jetzt kommen wir zu der Weinstube und zum Casino, oder? Ja, Weinstube, Casino, das lege ich erstmal beiseite. Ja, hier sieht man eher, dass es von Layout hier ähnlich ist. Ja. Ja, so Eingang von Weinstube hier und Treppe hoch zum Casino. Und sogar diese Laternen sind jetzt von Farbe hier sogar gleich. Und Dachstuhl hat diese Verzierung jetzt ein bisschen mehr. Also Und es ist auch von hinten offen. Ich muss mal kurz reinspicken. Ah, sieht gut aus. Hier oben ist sogar so eine Art Schachbrett, so mit Schwarz und Weiß, und das gibt's hier auch. Das soll Go sein. Das ist jetzt kein Schach, das war so sowas wie russische Roulette war es gewesen. Also du siehst quasi Sachen auf diese Felder und dann werden quasi ein Ergebnis ausgelost und dann, je nachdem, ob du auf dieses Ergebnis gesetzt hast, gewinnst du oder verlierst. So was wie Roulette. Oder Bingo oder wie auch immer. Mhm. Genau. Okay, sowas gibt es hier oben drin auch. Das ist auch ein Brett mit mehreren Feldern. Also wirklich doch sehr ähnlich. Die Farben auf jeden Fall auch. Mhm. Und hier, da ist noch die erste Stock von Restaurant. Ja. Hier sieht man doch so ein paar Tischen mit so Weinservice. Ja, also im Großen und Ganzen eher an das, also an das große Modell jetzt nachgeahnt. Bin ich wieder neugierig und muss fragen, was steht hier? Rudiagio, also quasi der Name von dieser Weinstube. Mhm. Ja, diese Schilder sind jetzt auch, sag ich mal, 1:1 nur in die Miniatur jetzt aufgebracht worden. Ja, und im Großen und Ganzen ist halt so ein kleiner Pendant jetzt von den Großen. Prima. Die Häuser standen zu nah beieinander, sie haben Kinder bekommen. sieht auf jeden Fall süß aus. Der Weinladen von Xingbao hat die Nummer 01118. 516 Teile, jetzt wird es wieder größer. Auch für 14,95, 9 cm breit, weil es hier ein bisschen übersteht, 10 cm tief und 16 cm hoch. Ja, auch so in gleichem Kartonformat. Ja. Ich denke, das ist ja, also Anleitung habe ich auch noch hier. Ich zeige nur mal ganz kurz, das hat mir jetzt ja vorher schon genug gesehen, also auch so ein kleines Heftchen. Kleines Heftchen, auch in zwei Bauschritten wahrscheinlich. Genau, also alle ganz entspannt, wenn man Bauschritte von 200, 300 Teilen hat, ist das ja wirklich nichts. Ja. Super. Ist schnell jetzt zusammengebaut. Also selbst beim Fernseher kann man sich, da macht man nichts Falsches. Also hier ist nicht so viel Variation, große Variation an Teile. Bei so wenigen Teilen, es sind ja nicht nur wenige Teile, es sind wenige Teile und viele Farben. Also wir haben ein bisschen Schwarz, wir haben Braun, wir haben Rot, wir haben Weiß, wir haben Tan, wir haben dieses Türkis. Sogar die kleine Kirschblütebaum ist nachgebildet worden. Ja. Also. Und dadurch, wenn das jetzt 500 Teile in Braun wären, wäre es deutlich schwieriger. Aber da wir hier halt viele verschiedene Farben haben und wenige Teile und zwei Bauschritte, ist wirklich kinderleicht zu bauen. Entspannt. Ist also, ganz entspannt. Ja. So, jetzt kommen zum letzten hier. Das ist so dieser große Wachturm. Also ich habe schon große aufgebaut und das ist der den kleinen. Ach, das gehört noch mal zu den Weinladen dazu, das ist so ein Imbissverkaufsstand jetzt davor. Mhm. Also das hat der große Modell jetzt nicht, aber so ein kleiner Gadget jetzt nebenbei. Und ich habe hier auch so einen kleinen Imbissstand jetzt zum Wachturm bekommen. Und also der Wachturm hat auch die ähnliche Ausstattung. Man hat hier drin auch so eine Leiter drin und diese Archivschranken. Ja, wie im Großen. Wie im Großen. Du hast ja im Großen sind auch diese riesige Leiter. Riesige, lange Leiter und Archivschränken. Und hier oben noch mal viermal Trommel. Schön. Ja, aber jetzt keine Bogen jetzt drin, aber wie gesagt, viermal Trommel. Man sieht aber auch, dass hier zum Beispiel mehr Laternen drin, also drauf sind, als bei den Großen. Der Große hat nur hier oben Laterne jetzt drauf, aber den Kleinen hat er. Aber schön mit den Schränken quasi bis ins Detail das Große nachgebildet. Und er hat jetzt sozusagen jetzt
anstatt jetzt dieser eintönige Straßenlaterne hat er hier an der Seite hier so einen türkisen Becher jetzt da gehabt. Mhm. Ja. Und er hat hier noch eine Zusatzschildung mehr als der Große. Das hat der Große nämlich nicht. Da steht nochmal Wachturm drauf. Wango steht das nochmal drauf. Ja. Ah, ja. Und das auch jeweils Sticker, keine Prinz, oder? Oder gibt es hier, hier Prinz sind dabei? Alle Sticker jetzt. So, okay. So ein kleines Sticker, das sind jetzt so, ja, der Stickerbogen war so groß gewesen, war ja jetzt kein Monsterding und auch relativ klein, man kann auch leichter aufbringen. Ja. Süß, süße, ja. Kleine. Ja, der Bautechnik ist halt interessant, also man hat hier nicht so Bricks hochgebaut, man hat hier sozusagen die Bricks jetzt so, ne, so angeordnet Seite, ja. Und ja. Dann man dreht es sich das quasi so rein und so. Ja, und dann hier hinten ist auch noch offen damit, also ist halt jetzt in Gegensatz zu den großen Sets, man kann das Innenleben jetzt alle sehen von hinten. Ja. Das sind die Lüftungsklappen, das ist ganz normal, das war früher ja, so. Ja, genau. Ja, schön. Ja, man hat hier jetzt in alle Seiten so Lüftungsklappen. Ja. Die sind jetzt alle so an einen, sag ich mal, Säulen jetzt befestigt. Ja. Ja. Ja, wenn am Wachturm Tag der offenen Tür ist, ist das, glaube ich, für die Sicherheit der Stadt nicht so gut. Ne? Ah ja, also so kann man das noch so sehen. Also ja, wunderbar. Ja. Ja. Das sind so sag ich, finde interessante Bautechnik. Ne? Also das ja, genau. Habe ich jetzt so oft jetzt nicht gesehen, dass man jetzt diese Wand jetzt so hinkriegt. Aber es ist ein kleines Set. Und ihr seht ja, es hält. Also ich meine, es ist kein Spielzeug, aber es geht auch nicht so leicht kaputt. Ja. Und es hat auch, das soll ich ja nicht sagen, ich soll ja immer die Sets an sich loben, aber ich finde, diese Sets haben auch einige Teile in echt coolen Farben. Diese türkisen Becher beispielsweise noch nie gesehen. Ich finde es immer toll, weil ich schon so viele Noppensteine verschiedener Marken in den Händen habe, wenn ich was kriege, wo ich sage, jo, habe ich so noch nie gehabt, finde ich gut. Das sind jetzt so richtige Farben vorgesetzt, also sowohl die große, auch die kleine. Von daher, ja, also wenn man jetzt zu Hause hat, ja, ich habe ja schon so große Gebäude und so, ich habe ja gar keinen Platz mehr, aber ich wollte irgendwie noch ein Stückchen Tang-Dynastie zu Hause haben, dann holt man sich so zwei oder alle vier die kleinen Sachen, je nachdem, das, was man jetzt dafür eher gerne reicht hat. Der Platz noch, auf jeden Fall. Und, ja, das wäre so auf den Wohnwand, so auf den kleinen Regalen noch, so ein kleines Plätzchen für sowas ist immer halt. Unter dem Fernseher oder so, genau. Richtig. Und der Wachturm hat 485 Teile, das ist die Setnummer 01115, auch 1495, 8x8 Zentimeter sind es. Oder überlappt er oben? Nein, tut er nicht. Und 24 cm hoch ist natürlich das höchste dieser vier Minis, ja. Sets. Auch entspannt aufzubauen. Ja. Und wir hatten es ja beim letzten Video schon mal gesagt, es wird insgesamt acht Gebäude geben. Also 16 Sets, denn wir haben hier diese 8 Gebäude. Die hier bei den großen Sets auch immer schön vorne gezeigt werden. Und jedes dieser Gebäude gibt es einmal in der großen und einmal in der kleinen Variante. Mhm. Wir haben jetzt die ersten 4 großen und die ersten 4 kleinen. Und natürlich werden wir auch die anderen aufbauen, wenn sie bei uns angekommen sind. Und natürlich werden wir dafür wieder unseren Fachmann einladen. Ja, ich habe schon hier zum Beispiel von dieses Nummer 5, habe ich schon mal Bilder gesehen. Ja. Auch klasse. Also sieht man bei uns im Shop auch schon. Ich werde halt zu den Sets der Tang-Dynastie verlinken. 4 kleine, 4 große und es wird noch weitere 4 kleine und 4 große geben. So, die Pferde gehören ja auch dazu. Genau. Die Dali-Pferde. Ich finde die witzig mit den Augen. So ein bisschen. Bei dem ist es nicht so extrem, ne, weil er halt diesen Einser-Plate nach unten dran hat. Dafür, dadurch ist der Kopf weiter unten. Ja. Aber hier kommt halt. Das ist Einhorn. Das ist ein, ja, ja. Wenn du unbedingt eine Erklärung haben möchtest. Das ist eine absolut plausible Erklärung. Ja. Das ist ein Einhorn. Ich meine, im chinesischen Altertum gab es viel. Da gab es Drachen und so. Da Einhorn haben wir jetzt nicht als Mythos-Tier, aber gut. Das ist eher so ein europäisches Ding dann wahrscheinlich. Ja, europäisches, ja. Ich glaube, der Mythos stammt da auch von so Funden von diesen Narwalzähnen, diese gedrehten Zähne. Kann sein, ja. Das kann dann eher so aus dem skandinavischen Raum, denn kommen die Narwale vor. Ja. Na, wie auch immer. Ja, Mensch, Olli, dann haben wir uns die 4 Sets schon angeschaut. Ich finde, sie sehen cool zusammen aus und ich finde auch diese Farbkleckse hier mit dem hellen Blau, was ist denn das? Ich würde sagen Türkis. Also, ja, so ein... Weiß nicht, ne? Jeder nennt es, wie er halt... Und das hier, das Türkis hier, es sieht
diese Farbkleckse mag ich. Und dann halt dieses Grundschema ist ja das Rot, Weiß und Schwarz. Mhm. Ne? Ja. Und dann noch so ein Farbklecks dabei. Und das Gold halt immer, diese Verzierung. Ja. Schön. Entspannt zu bauen, kann man sich ja so klein, ja, auf Nachttisch oder irgendwo da. Das ist halt jetzt, ihnen ging das um den Großen, jetzt um ein Vielfaches kleiner oder kann leichter irgendwo runtergebracht werden. Verbraucht weniger Platz. Genau. Für heute war es das damit auch schon wieder aus dem alten China und dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Und wenn es noch mehr Tanksets gibt, wirst du es als erstes erfahren. Dann schicken wir dir wieder was zu. Ja, und dann können wir wieder, kann ich wieder ein bisschen erklären, was das auf sich hat. Und richtig, so. Viel neue Gebäude, da gibt es wieder spannende Geschichten. Da wird es wahrscheinlich zu den großen Sets auch wieder diese einleitenden Texte geben. Richtig, ja. Und die stellen wir dann auch in einer deutschen Übersetzung wieder zur Verfügung. Ja, erstmal bleibt uns nur viel Spaß beim Bauen zu wünschen und bis bald. Tschüss. Bis bald, tschüss. Ah, ich finde die doch süß. Ja, und da haben sie sogar die vier Trommeln oben reingebaut. Ja, ich habe sogar hier jetzt mal diese kleinen Aufkleber erst draufgeklebt. Stimmt, bei denen da oben hast du es ja nicht gemacht. Bei denen gehst über, naja, gehst über fünf Teile, Bausteine und so weiter. Und dann und hier ist es nur einer. Nur ein, ja. Man kann das leichter draufkleben.